So, ihr beiden bekannten Gesichter, was ist heute alles an den Tagesordnungspunkten? Also der Patrick ist ja zu Besuch bekommen. Angefahren sind wir mit dem Rolls-Royce, wie ihr seht. Weitergefahren werden wir jetzt mit der Polizeistreife. Aber das passiert halt ab und zu mal, wenn der Patrick halt nach Frankfurt kommt. Malik Montana ist noch da, der dreht ein Video mit dem Jan zusammen. Ja, und ansonsten sind noch mal ganz interessante Leute da. Später gehen wir was essen. Patrick und ich erzählen mal später über die guten, alten, verruchten Zeiten. Noch aus den 90er. Schon mal Zuhälter für 3 Tage. Er war schon länger Zuhälter, nicht nur 3 Tage. Also rede ich nicht raus. Er ist zwar jetzt im Musikmanagement tätig, aber schäm dich nicht für deine Vergangenheit. Ich halte nach wie vor die Fahnen hoch für alle Luden. Also hoch, liebe das Rotlichtviertel. Aber ich bin ja noch da. Und du bist ja noch da. Seit so langer Zeit, auch wenn ich meinen Privatchauffeur dabei habe. Ich kann leider nicht wie Werner in Maybach. In Maybach fahren. Ich bin ja zur Zeit unter Beobachtung. So ist es halt. Aber sonst freuen wir uns auf einen guten Tag. Ja. Prost, Werner. Boah, ich trinke keinen Alkohol. Ralf, ich trinke aber keinen Alkohol. Was hast du mir geschenkt gebracht? Digga, was für ein Manager bin ich? Werner, schreib an! Hör mal. Ich sehe schon nur am Faxen seit 30 Jahren. Hör mal, solange ich dir Geld schuld, kannst du nicht arm gehen. Ich bin ein Investment. Ja, und dann schau dir an, Malik Montana. FFM Videoshoot, ja. Du fandst es nicht oben, Alter. Und der Werner im Haus, guckt euch mal den geilen Wagen an. Der Support ist richtig, richtig bestaunt. Richtig geile Atmosphäre und geile Vibe. Auf jeden Fall müsst ihr checken. Nach vor 1,5 Jahren mit dem Schlaganfall und dem Herzinfarkt, mit kleinen bleibenden Schäden, aber die habe ich schon mein ganzes Leben, muss ich sagen, was wollte ich jetzt sagen? Werner! Wir haben jetzt angeschrieben. Werner, hast du jetzt das Auto angeschrieben? Ich hab's angeschrieben, ja. Aber du weißt, die 200 fürs Tanken muss man auch leihen. Wir sind im Budget schon mit drin in den Zinsen. Danke, gut. Werner, ja. Steigt das Stresslevel jetzt, wenn du so siehst, wie jemand anders mit deinem Auto fährt? Nein, überhaupt nicht. Auto, das ist einfach nur gut versichertes Blech für mich. Ja, mehr nicht. Ich denke, oh, das geht bestimmt noch 1-2 Stunden, ne? Ich würde sagen, ich gucke mich jetzt mal um, wo der Patrick ist. Tun noch ein Reden, ne? Yes, machen wir gleich. Also eine Geschichte vergesse ich mit ihm nie. Er hat mich angerufen und sagt, Werner, wir fahren heute irgendwo nach Stuttgart oder irgendwo in irgendeinen Club fahren wir hin. Sag ich, ja, wer ist denn dort? Ja, gute Freundin will ich da mal vorstellen. Der hat da oben auch 2 Puffs. Okay, alles klar. Wir da oben aufgefahren, haben uns in die Bar reingesetzt, dann haben wir uns, hat er mich dem Ding vorgestellt gehabt und alles. Auf jeden Fall war es dann so, dass eine von den Mädels, die hat mich so anfixiert, die hat mich, ich glaube 10 Minuten, die hat die Blicke überhaupt nicht von mir weggetan gehabt und alles, ne? Dann irgendwann plötzlich steht sie auf, wortwörtlich, der Patrick ist mein Zeug, steht sie auf, geht ins Zimmer oben auf und kommt runter angezogen mit gepackten Taschen. Und stellt die Taschen vor unserem Tisch hin. Und dann sagt der Betreiber eben, sagt er, ziehst du jetzt aus oder wieso hast du denn gepackt? Sagt sie, nee, ich fahre jetzt mit dem mit. Dann gucke ich den Patrick an, guck die an, sag ich, was? Ja, ich fahre mit dir mit. Ja, wieso fährst du? Ich fahre mit dir mit. Ich arbeite jetzt bei dir, ich will mit dir zusammen sein. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Sie war ja nicht davon abzubringen, ihren Segen hat sie ja bekommen. Sie ist dann mit uns mit. Wir waren damals auch, mit dem Jaguar waren wir dort. Ich bin gefahren. Der Patrick ist gefahren. Ich habe mich natürlich schön hinten reingesetzt gehabt mit ihr. Also ich weiß nicht, ob das, ich glaube, Motor starten und Gas geben. Auf jeden Fall. Kopf auf deinen Schoß. Ja, war der Kopf schon auf dem Schoß. Und auf jeden Fall, die Klamotten sind von links und rechts da durch die Gegend gewedelt waren. Naja, dann irgendwann, wenn man in so einem Akt ja dann auch so drin ist, dann war sie plötzlich vorne, ich hinten. Dann blieb halt nichts anderes übrig, dass sie sich halt zum Patrick halt vorne hingebeucht hat. Ja? Und wart, so war ich hier stehe. Patrick im Jaguar, 220, kriegt die Hose aufgemacht und im Mund war er. Und das ist dann so eine Geschichte, wo ich dann hergehe und sage, aber da hätte dann sehen müssen, so locker und leicht wie er ist und immer seine Sprüche schmeißt, so war er im Auto drin. Kein Mucker, kein gar nichts. Und das Lustige ist, und dann hat mich der Betreiber so einen Tag später angerufen, ein paar Stunden später, ich habe so ein S4 Siemens. Ja, du bist schon was Stadtverbot bei uns.
Der hat Spaß, kriegt Geld, und mich jagen sie. Aber das hat dann, haben wir dann geklärt. Wir haben so einen anderen Freund aus Nürnberg gehabt, der hat gesagt, was? Der gibt dem schwarzen Stadtverbot. Und wegen was vor allen Dingen, ja? Der Werner hat sein Haus gemietet mit Swimmingpool. Das erste Haus, wo man gehabt hat mit Swimmingpool. Und dann, natürlich, der Schwarze ist damit, der ist einfach eingezogen. Der ist einmal kommt zu Besuch, ist einfach eingezogen. Da hat es Zwillinge gegeben, so Blonde. Kennst du das? Genau, richtig, ja. Immer. Und der ist im Schwimmbad und toll darum. Damals hat er noch so, also das allererste Laden mussten wir zahlen können. Da hat er so einen Geldgeber gehabt. Der hat damit rumgetollt und so. Bloß den hat es halt nicht so geschafft. Ich glaube, der hat die Weiber mitgebracht und wir haben sie gefickt. Ja, ja, genau, richtig. So war es ja auch. Ja, ja. Ja. Das waren die Schwestern von seiner Frau. Und die waren zufällig aus dem Osten. Ich will die Stadt jetzt auch gar nicht sagen. Die haben noch nie einen Schwarzen gehabt, hör mal. Das war für die Highlight. Ja, auf jeden Fall. Die kamen eigentlich nur zu Besuch, um die Schwester zu besuchen. Ne? Naja, und dann haben sie halt die Nacht mit uns verbracht gehabt. Ne? Ich bin neben dem Werner nackt aufgewacht, wir haben uns angeguckt. Patrick, was sind die Weiber? Sag ich, aber keine Ahnung. Die eine war im Pool gelegen, der andere war verschwunden, die andere war zwischendrin dann irgendwie bei uns dann. Also, Werner legt los, dann habe ich halt in der Schwester wieder und habe ich gemerkt, okay, das war vielleicht doch zu viel an ihr zu spielen. Die Schwester hat mir angeguckt, dann habe ich gesagt, nur das Köpfle. Dann sagt sie, nein, gestern hat schon gereicht. Und ich wusste aber nicht, welche ich, weil das waren Zwillinge, glaube ich, oder? Die haben sie gleich zur Blonde, die waren bildhübsch, aber die waren dieses, also ich habe mittendrin, musste ich mal aufhören, weil ich nicht mehr lachen konnte. Ich mache immer so gern Dialekte nach. Und die alte hat einfach, die war einfach, ja, nein, ich habe noch nie, was hast du? Ich hab noch nie so Schokolade, nicht wahr? Ne? Ich denk mir, Alter, und er sagt, scheiß drauf, du sollst den Fick nicht heiraten. Dann hab ich gesagt, naja, okay, wenn er das sagt. Und aber der Dialekt, und er hat immer, dann hat er, irgendwann hat er gesagt, soll einfach die Fresse halten und einfach nur gut aussehen. Dann haben wir Musik gespielt, das Pool hat ausgesehen. Und das war so das erste Wochenende im Haus mit dem Pool. Was sind die Kriterien für einen guten Dreh? Kann ich dir jetzt nicht so sagen. Das hält halt alles vom Lied ab, weißt du. Von der Atmosphäre auch wahrscheinlich. Und dem ganzen Team, der das halt hier filmt, dreht, beleuchtet und so weiter. Was steht jetzt aber an? Jetzt gehen wir was essen, ganz kurz. Ich gehe jetzt mit dem Hut rum, da die Kamera heute nichts zu fressen habe. Ich muss einsammeln gehen. Kollekte, ihr wisst jetzt, wie bei den Schwarzen ist. Bei dir fangen wir an. Ja, also siehst du. Habe ich nichts gekriegt, ne? Letzte Woche war ich in Hamburg. Hab's nicht alle kennengelernt, ne? Muss ich mal vorstellen. Ne? Jetzt fahre ich schon seit 30 Jahren in Fischkutter. Digga, ich hab die schlimmsten Gerüche erlebt. Ne? Die alle zieht sich aus, ich will runter. Ne? Ich will halt wegen an der Puperze spielen. Digga, die macht die Hose auf. Digga, schlimmer als bei 30 Grad am Fischkutter. Die hat gestunken, Digga. Von 10 muss ich sagen. Ne, dann bin ich dann zu Harry gegangen, hab ihm das erzählt. Er sagt, oh, meinst du Paula? Die kriegt extra für den Geruch. Ne? Wahnsinn, ne? Und jetzt geh nach Hause. So, Werner, was machen wir jetzt? Wie war der Tag bis jetzt? Bis jetzt anstrengend, ich bin müde. Und jetzt gehen wir dahin, wo wir uns ausruhen können, ne? Ins Fahrenhofsviertel. Du brauchst erst den Kick. Normaler Otto, Normalbürger hier in Deutschland, der würde ja diese Gegend hier als abstoßend bezeichnen. Wie kommt es, dass du als kreativer Kopf diese Gegend hier inspirierend findest? Ich finde auch, dass, sag ich mal, Kunst, also die Kunst, die ich mache, in großer Menge auf der Straße auch basiert, so weißt du. Und wenn ich halt die Möglichkeit habe, die Straße in anderen Ländern zu sehen als alltäglich in Polen, dann ist es halt auch immer für mich inspirierend, weißt du. Wie stehst du zu dem Thema Rotlicht? Eine Menge Geld auf jeden Fall. Ja, aber so von der anderen Seite, ich finde es halt auch so, in Polen ist es halt nicht legal. Und da es halt in Deutschland richtig funktioniert, finde ich, dass Polen auch mal ein Beispiel nehmen sollte, auch von Deutschland her, und dasselbe nach Polen bringen würde. Guck mal, wie viele Leute hier Arbeit finden, weißt du, und auf legale Art und Weise, jetzt sage ich mal, deren finanzielle Situation verbessern können am Ende des Tages, weißt du. Das ist auch das Wichtigste. Du musst jetzt nicht, sage ich mal, ein hundertprozentig krimineller Mensch sein, um dein Geld hier zu machen. Ich betrachte halt so, sage ich mal, die
Zuhälter, die Pimps, sind sowas wie, sag ich mal, Rapper in deren Fach, weißt du? Das sind auch so halt Leute, die deren Kunst ist die Passage. Guck dir mal den Werner hier an. Der geht hier raus und der sieht aus wie ein NBA-Player, der auf einem Basketball-Court aufspringt. So, das war wieder mal ein Einblick in mein Leben. Für mich ist der Tag heute zu Ende. Ich fahre jetzt ins nächste Bordell und lege mich da zum Schlafen hin. Und wenn ich Glück habe, trault mich ja noch jemand ins Schlaflein. Bis nächstes Mal. Tschüss.